Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zurück zu einer, neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Im letzten Part sind wir zur Gilde zurückgekehrt und nachdem uns alle die Geschichte geglaubt haben, außer Plaudergeier, auch wenn er es inzwischen behauptet, sind wir zu Quirtle gegangen, um etwas über das verlorene Land herauszufinden. Am Ende sind wir wieder in die Gilde zurückgekehrt, haben aber noch nicht erfahren, ob die anderen Erfolg hatten. Der Ton müsste passen, ja. Quirtle konnte uns nicht viele Antworten geben. Das ist schade. Oh, das stimmt nicht ganz. Wir wissen, dass wir einen Nachweis brauchen. Und das zu wissen ist ein Fortschritt, richtig? Hey, wir suchen auch gerade. Ja, aber wir haben nichts gefunden! Sorry, ich krieg die Stimme gerade nicht so gut hin. Ich habe irgendwas im Hals, also wenn das nicht so klingt wie sonst, tut mir leid. Aufgegeben wird nicht, wir müssen es weiter versuchen, Donnerwetter. Ich versuch's auch weiterhin. Wir sollten zu Abendessen uns über die Nacht ausruhen. Wir machen morgen weiter. Okay, danke, Leute. Das Essen mal wieder. Wie jeden Abend halt. Und der Mond ist wieder am Himmel. Die Dinge laufen nicht so, wie wir gehofft hatten. Als wir mit Quirtle sprachen, dachte ich, es gibt noch Hoffnung. Ich wüsste gern, wie es Raptainer geht. Ob er die Zahnräder der Zeit eingesammelt hat, auch wir müssen uns beeilen. Aber es gibt keinen Grund, uns nervös zu machen, besonders da jetzt alle mithelfen. Wir sollten ein bisschen schlafen und morgen mit frischem Mut weitermachen. Okay, gute Nacht. Wir wollen mal gucken, ob morgen mehr klappt. Und da ist auch schon mal ein... Aufstehen, es ist morgen! Boah. Oh Mann. Hab's kapiert. Gut. Machen wir es kurz. Das verborgene Land bleibt uns weiterhin ein Rätsel. Aber wir geben nicht auf. Hurra. Lasst uns da heute rausgehen und weiter forschen. Gehen wir, Leute. Hurra. Wo sollen wir heute nachforschen, Winter? Wir haben schon mit Quirtle gesprochen. Ich weiß nicht, wo wir als nächstes suchen sollen. Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt. Ja, wer könnte das jetzt wohl sein? Was für ein Fußabdruck? Der Fußabdruck gehört Quirtle. Der Fußabdruck gehört Quirtle. Was? Quirtle ist hier? Hätte man sich auch denken können. Hä, hey, waren die anderen nicht schon alle weg? Habe ich euch eigentlich eingeholt? Diese Stufen zur Gilde sind nichts für meine alten Knochen. Was führt dich hierher, Quirtle? Hast du dich an was erinnert? Das habe ich tatsächlich, aber mir ist nur noch eine winzige Kleinigkeit eingefallen. Gestern betrachtete ich die Wasser der heißen Quelle lange und eingehend. Schließlich kam meine Erinnerung wieder. Aber es ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Ich frage mich, ob es sich überhaupt lohnt, sie euch mitzuteilen. Kein Problem. Jede Information hilft uns weiter, ganz egal wie klein sie auch ist. Bitte sag schon, rück raus damit. Als wir gestern über die Reise zum verborgenen Land sprachen, da sagte ich, dass ihr einen Nachweis bräuchtet. Und mir fiel noch etwas zu diesem Nachweis ein. Der Nachweis trägt eine Inschrift mit einem bestimmten Muster. Ein bestimmtes Muster? Hey, was für ein Muster? Wie kann ich's beschreiben? Es ist schwer zu beschreiben, aber es ist echt kompliziert und ungewöhnlich. Es ist ein seltsames Muster, eins von der Art, die man selten sieht. Von der Art, die man selten sieht, Donnerwetter. Man sollte meinen, ich könnte mir sowas vorstellen. Aber sich so eine Vorstellung vorzustellen, das ist nicht einfach, wenn man sich vor Elf versucht, meine ich, ja. Was könnte es sein? Muster von der seltenen Art. Wie könnte es aussehen? Warte mal, ein seltsames Muster. Ich erinnere mich, damals. Jo. Eines Tages passiert es dann. Ich fand dieses Reliktfragment. Sicher, es sieht wie ein nutzloser Stein aus, aber sieh genau hin. Sieh mal, siehst du das merkwürdige Muster auf dem Stein? Stimmt, das ist ein merkwürdiges Muster. So ein Muster habe ich noch nie gesehen. Die Xbox. Das ist es. Auf der Xbox war ein seltsames Muster. Was ist los, Günther? Bitte? Meine Xbox? Richtig, das Muster. Verzeihung, könntest du dir das hier mal ansehen? Oh, das ist es. Ein Muster genau wie dieses hier ist es. Was?
Wo hast du das her? Ich kann nicht mal sagen, ob ich das noch weiß. Ich hab's zufällig aufgesammelt. Meine Güte, das ist fabelhaft! Da Lord Ecke es besitzt, bedeutet das etwa, Lord Ecke ist qualifiziert, zum verborgenen Land zu gehen? Das kann ich nicht wissen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Um zum verborgenen Land zu gehen, muss man diesen Nachweis sicherlich besitzen. Aber es bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Besitzer qualifiziert ist als Auserwählter. Dieser Nachweis könnte einfach der psychische Schlüssel für physische Schlüssel für das verborgene Land sein. Aber sogar schon vorher hat er das gleiche Muster als Inschrift. Es gibt keine gesicherte Verbindung zwischen dieser Xbox und dem verborgenen Land. Oh, aber steht es danach so frei, dass das Muster irgendwas damit zu tun hat? Das zu wissen ist doch schon etwas. Zumindest nehme ich das an. Moment, ihr seid euch bewusst, dass das verborgene Land nur eine Legende ist, richtig? Ihr versucht sicherlich, das zu finden. Doch! Meine Güte, was für eine Überraschung. Plaudergeil, dieses Muster. Wir haben es irgendwo gesehen, oder nicht? Was? Ja, der Meeresarm im Nordwesten, in der Salzwasserhöhle. Aber Gildenmeister, dieser Ort... Ja, ich weiß, dieser boshafte Bandit war da. Ein boshafter... Bandit, Donnerwetter, hört mir bitte alle zu. Ich habe dieses Muster an einem Ort namens Salzwasserhöhle gesehen. Wir können wohl mehr rausfinden, wenn wir das Reliktfragment, die Xbox, dorthin bringen. Es gibt allerdings ein Problem. Da schleicht ein Pokémon herum, das ein boshafter Bandit ist. Hey, davon lassen wir uns keine Angst machen! Selber einfach keiner Kunde! Wir müssen nur tapfer sein! Danke, Leute! Aber dieser Ort ist eine Herausforderung. Wir sollten uns heute Zeit nehmen, uns für morgen bereit zu machen. Wir werden uns zur Salzwasserhöhle begeben. Ja! Da geht die Story dann weiter. Ich dachte, das verborgene Land sei nicht mehr als Folklore. Mein Alter hat meinen Geist unbeweglich werden lassen. Es ist traurig. Das alles lässt mich an die Tage zurückdenken, als ich von Romantik und Abenteuer träumte. Helft mir, meine Träume zurückzubekommen. Gebt euer Bestes. Hohoho, ich bin der Weihnachtsmann. Ja, du kannst auf uns zählen. Danke sehr, Kurtel. War nicht der Rede wert. Hohoho, bis Weihnachten. Sorry, das musste sein. Alles klar, Leute. Nutzt den Rest des Tages zur Vorbereitung. Weggetreten! So, dann rüste ich mich auch mal aus. Machen uns bereit, Donnerwetter. Oh, das ist wieder aufregend. Oh, bitte, sagt der Kettleon Nackert-Tat-Belebersamen. Habe ich das letzte Mal überhaupt geguckt? Ich glaube sogar... Oh, nee, das habe ich gar nicht geguckt letztes Mal. Plaudergeil. Du hältst dich morgen in der Gilde auf Abruf bereit. Gildenmeister, verzeih mir, wenn ich auf dem Sprecher war. Bitte lass mich zur Salzwasserhöhle mitgehen. Nein, ich kann dich niemals wieder einer solchen Gefahr aussetzen. Aber genau deswegen muss ich dabei sein. Bitte nimm mich mit zur Salzwasserhöhle. Okay. Das war eine lange Diskussion. Dann möchte ich, dass du morgen mit Team Runde Ecken gehst. Für das Team von Günther dorthin, wo wir dieses Muster gesehen haben. Ich möchte aber, dass du vorsichtig bist. Dankeschön, ich werde dich nicht enttäuschen. Noch was, ich habe was zu erledigen, deswegen muss ich nach draußen. Du hast das Kommando, solange ich weg bin. Wie du wünschst. Das Ganze ist relativ geheimnisvoll. Also, so stehen die Dinge. Ihr beide geht morgen mit mir. Mitglieder von Team Runde Ecken, die nicht der Gilde angehören, dürfen nicht mitkommen. In der Salzwasserhöhle liegt ein heimtückischer Gegner auf der Lauer. Niemals die Deckung fallen lassen und tut nichts, was mich davon abhalten könnte, dort Erfolg zu haben. Ja, okay. Nein, bist du hier der Lappen. Lass uns uns bereit machen. Yay, ein Dungeon mit Plaudergeil. Kurzel nochmal. Oh, noch einmal jung sein. Wäre ich jünger, würde ich mich auch der Herausforderung stellen, das verborgene Land zu finden. Oh, stehen geblieben, Opa. Wer spricht da? Ah, die Lappen. Was gibt's? Was wollt ihr? Nun, wir sind Team Totenkopf. Hast du irgendwas in der Knoblauchgilde zu schaffen, Opa? Ich habe zufällig was von dir aufgeschnappt, was sich sehr lustig anhörte. Etwas über das verborgene Land. ich hab... Hey, da kommt jemand! Oh, die Gildentrottel. Opa, warum setzen wir diesen Plausch nicht an einem ungestörteren Ort fort? hey! Das gibt Probleme. Dann. Ich habe da jetzt keine Zeit, für mich drum zu kümmern. Weiß ja auch gar nicht, wo sie hin sind. Und ich rüste mich jetzt aus. 300 nur, ich nehme mal ein 1000er mit, kann man immer mal brauchen. Hab ja auch genug! Ah, 1001 Poké-Dollar.
werde das auch wahrscheinlich nicht alles ausgeben, aber... So, bitte sag, du hast Belebersamen. Ich hasse dich. Ich sag dir, das wirst du... Wie soll ich mir gescheit was reißen? Ich hab keine Belebersamen. Doch einen. Cool. Einen ganzen Belebersamen. Mann, ernstlich, das wird richtig schwierig. Solche Orbs brauche ich hier auf jeden Fall. Habe ich noch irgendwas wirklich Unnötiges? Das tue ich mal raus. Plosivsamen. Die kleinen Kiesel. Ja, ich denke mal, ich habe nichts mehr wirklich Gutes im Lager, das ich brauchen könnte. Hier zieht Beere, Apfel. Nehme ich auch mal mit. Reinsamen für Notfall. Heilsamen. Ein Top-Elixier mehr. Ja, das war's. Ja, das. So, damit war es das auch schon mit der ganzen Vorbereitung. Mit der ganzen, es war fast nichts, aber egal. Ja, ich habe gar nichts ausgegeben. Hier ist auch Spoil von der ersten Mission. Ich habe gehört, dass ich die gesamte Gilde zu Salzwasser wieder aufmachen werde. Ich wünsche euch viel Glück. Ja, das ist schon relativ lang her. Oh, richtig, Günther. Wir sollten nochmal bei der Taido-Klippe vorbeischauen, für den Fall, dass Raptan zurückgekommen ist. Oh, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich habe Raptan vergessen, lol. Die Treppe ist noch zu sehen. Ich frage mich, ob Raptan zurück ist. Gehen wir. Da ist nur ein Brief. Ja, Raptan ist nicht hier. Da drüben. Da liegt ein Stück Papier, da steht was in Fußabdruckruhen draufgeschrieben. Das ist ein Brief von Raptan. Das muss eine Mitteilung für uns sein. Ich lese ihn vor. Lord Ecke liest den Brief vor. An Günther und Lord Ecke. Wie geht's euch? Wie läuft eure Suche nach dem verborgenen Land? Für mich läuft es ganz gut. Ich habe schon 3 Zahnräder der Zeit eingesammelt. Ich muss noch 2 finden. Und ich habe vor, wieder zu euch zu stoßen, sobald ich alle habe. Alles läuft nach Plan. Tobutz und seine Freunde haben die Situation verstanden und kooperieren. Tobutz erzählte mir, dass die Mitglieder eurer Gilde sie wissen ließen, dass ich käme. Danke dafür. Es ist ermutigend, dass mir immer mehr Pokémon vertrauen. Trotzdem werde ich mich von Schatzstadt und der Gilde fernhalten. Zunächst einmal, weil ich nicht weiß, ob die Pokémon in dieser Welt mir völlig vertrauen. Es gibt noch was Beunruhigendes. Es ist damit zu rechnen, dass Zwiffinst jederzeit aus der Zukunft zurückkommen kann. Zwiffinst? Wenn man drüber nachdenkt, Zwiffinst ist uns in der Zukunft nicht endgültig losgeworden. Ich würde nicht ausschließen, dass er uns jagen wird. Er will uns immer noch beseitigen. Okay, ich lese zu Ende. Da Zwiffinst kommen wird, sollten wir uns unauffällig verhalten. Das ist ein anderer Grund, warum Schatz schon die Gilde meinen werde. Stattdessen werde ich vielleicht zur Tohaido-Klippe oder zum Strand kommen. Falls wir uns treffen, können wir Informationen austauschen. Euch in jedem Fall viel Glück. Wir stoppen die Lähmung des Planeten. Von Raptan. Okay, es scheint, als wäre Raptan beschäftigt. Wir dürfen mit unserem Teil nicht scheitern. Diesen Brief nach taucht Raptan via Hero am Strand auf. Falls wir runter zum Strand gehen, sehen wir Raptan vielleicht. Lass uns zum Strand gehen, bevor wir zur Gilde zurückgehen. Darf ich jetzt natürlich auch noch ablaufen. Und das obwohl, Achtung, ich nehme jetzt etwas von in 2 Minuten vorweg. Obwohl er da auch nicht ist. Obwohl, was für 2 Minuten? 30 Sekunden. Außer ich bin gerade komplett verpeilt. Kapitel 18. Lapras. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, dass jetzt ein neues Kapitel anfängt. Mein Ernst. Ich habe gehofft, Raptan jetzt zu treffen. Ich denke, er ist noch nicht hier. Wo wir gerade beim nicht hier sind. Die Krabi sind auch nicht hier. Die kommen abends immer hierher, um Blasen in die Luft zu pusten. Ich liebe es, wie ihre Blasen in den Abendhimmel davon schweben. Wirklich schade, das ist eine Enttäuschung, aber... Sieh nur, Günther, der Sonnenuntergang ist wirklich hübsch. Weißt du, es war mein Traum, das Rätsel meiner Xbox zu lösen, aber ich hätte niemals gedacht, dass die Xbox mit dem verborgenen Land in Verbindung steht. Ja, wie wär's mit, weil du den Namen gestern zum ersten Mal gehört hast.
Das erinnert mich daran, es war hier, wo Smaller und seine Anhängsel meine Xbox geklaut haben. Hallo, ich bin in der Aufnahme. Sorry, das nehmen wir mal. Das war im allerersten Part. Oder? Ah nein, das war erst im zweiten, weil ich im ersten Part so ewig gebraucht habe, um mein Pokémon zu wählen. Komm, verpissen wir uns. Bis irgendwann. Da hatten die Skunk-Tank noch nicht mal dabei. Ja, dann, ich hatte zu viel Angst, es zurückzuholen. Und damals hast du mir Mut gegeben. So wurden wir damals zum Team, weißt du noch? Die Xbox zurückzuholen. Das war das erste Abenteuer für Team Unterecken. Das war ein Abenteuer. Nicht, dass ich wüsste, die Typen waren Noobs. Und jetzt verwenden wir dasselbe Reliquement, um zum verborgenen Land zu gelangen. Seltsam, wenn man drüber nachdenkt. Das stimmt, meine Abenteuer mit Lord Ecke und die Suche nach dem verborgenen Land. Beides begann mit der Xbox. Der hübsche Sonnenuntergang. Es wird nicht mehr geben, wenn wir die Lähmung des Planeten nicht aufhalten. Wir müssen das verhindern, wir haben keine Zeit. Wir müssen nur das Beste aus uns rausholen, Günther. Es stimmt, wir müssen uns sehr anstrengen. Ich muss die Mission zu Ende bringen, die ich hatte, bevor ich mein Gedächtnis verlor. Meine Mission mit Raptan, um Pokémon in dieser und der zukünftigen Welt zu helfen. Was sagt man, Günther, dieses... Was ist das? Auf dem oberen Bildschirm. Man erkennt's halbwegs. Ja, jetzt ist auch näher rangezoomt. Da ist Lapras. 2000 Jahre später. Was könnte das sein? Es sieht aus, als schwimme es durch den Sonnenuntergang. Ist Schwimmer richtiges Deutsch? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein Pokémon. Das ist irgendwie seltsam. Sonne ist fast weg, wir sollten bald zur Gilde zurück. Bald und direkt geht's los. Ja. Das Ganze spitzt sich zu. Die Krabbe waren aus gutem Grund nicht hier. Sie sind abgehauen, das sagst du für uns. Aber Boss, dieser Opa Kuttler ist wenigstens nicht angelogen. Dieser Schrott, den wir damals gestohlen haben. Ich wusste nicht, dass es mal so viel wert sein würde. Na und wir kriegen die Xbox von ihnen so oder so. Das bedeutet, dass wir das verborgene Land erkunden werden. Das Ganze wird noch krass. Ja, aber erstmal gibt's was zu essen. Das Lapras, Team Totenkopf, irgendwas anscheinend aus der Vergangenheit von Plaudergei und Knuddeluff. Es ist viel los. Lapras im Mondschein diesmal und auf dem großen Bildschirm. Und Knuddeluff. Lapras, lang nicht gesehen. Zu lang nicht, Knuddeluff. Gut siehst du aus. Geht's Plaudergei gut? Ja, sehr gut. Freut mich zu hören. Ich wollte dir schon mal danken. Ich weiß dein Versprechen sehr zu schätzen und dass du seine Zeit gehalten hast. Kein Problem, nicht der Rede wert, aber heute bin ich wegen dem Versprechen zu dir gekommen. Unsere Situation erlaubt es nicht, dass wir dieses Versprechen halten. Du weißt, denke ich, warum. Also erzähl mir bitte etwas über das seltsame Muster, das wir gesehen haben. Es wird echt mysteriös. Aufstehen! Speichern und zwar gleich in doppelter Hinsicht. Ab geht's. Und deshalb, wie ihr euch wohl alle bewusst seid, deshalb ist der Guildmaster noch nicht von seinem Gang zurück. Trotzdem habe ich die Absicht, wie vorgesehen, zur Höhle aufzubrechen. Wollt ihr überhaupt hingehen? Woher soll ich das wissen? Wie können wir das machen? Kein Problem, es gibt überhaupt keinen Grund für eure Bedenken. Euer Guildmaster muss entschieden haben, dass wir bis auf Weiteres ohne ihn auskommen. Deswegen ist er bis jetzt nicht zurückgekommen. Außerdem habt ihr in Abwesenheit unseres Guildmeisters mich. Warum sagt niemand was? Das ist nicht euer Ernst. Ich glaube, ich wäre dazu nicht in der Lage. Leute, raus mit der Sprache. Bin ich vielleicht unzulänglich oder erscheine ich euch gar nutzlos? Sag ich jetzt die Wahrheit? Nein, das will ich nicht sagen, Donnerwetter.
Wenn der Guildmaster nicht hier ist, fühle ich mich weniger sicher. Hey, ihr kennt den Guildmaster, er schwätzt euch schon, aber er wird sich schon zeigen, wenn die Dinge schwierig werden. Und der Guildmaster ist jetzt sicher und daher müssen wir die Verantwortung übernehmen und in seinem Sinne handeln. Das stimmt. Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Aufgabe auch allein erledigen können. Machen wir es auf eigene Faust. Du hast recht, wir können uns nicht immer auf den Guildmeister verlassen. Oh ja, richtige Einstellung, geben wir unser Bestes. Plauderei. Der Guildmeister ist abwesend, es gibt nur einen unter uns, der uns anführen kann. Und das ist Günther. Vergiss es. Ich? Selbstverständlich, das hast du gerade selbst gesagt. Du sagst, dass wir seien auf der Sicherung, weil du uns führen wirst. Geh voran, führ uns, Plauderei. Richtig, führ uns, Plauderei, hey! Jawohl, ja, ich zähl auf dich. Nun, Leute, ihr könnt immer auf mich zählen, weil die Dinge schlecht stehen. Was los, Plauderei? Gib einen Startschuss! Ich weiß. Ich fange jetzt an. Wir werden zu einer Erkundung in die Salzwasserhöhle aufbrechen. Leute, vollbringen wir gemeinsam Großes! Dann bereits angekommen. Hört mir alle zu, dies ist der Eingang zur Salzwasserhöhle. Euer Ziel ist es, auf die tiefste Ebene dieses Dungeon zu gelangen. Dort findet man die gleichen seltsamen Muster wie auf der Xbox von Lord Ecke. Allerdings lautet dort ein extrem boshaftes Pokémon. Extrem bosshaft? Und ich weiß, dass da boshaft steht. Bosshaft klingt besser. Donnerwetter, das hört sich schrecklich an. Hey, Plaudergeil! Was gibt's? Gestern hat uns der Guildmaster etwas über dieses Pokémon erzählt, aber du, Plaudergeil, scheinst genauso viel über diesen Dungeon zu wissen. Hey! Plaudergeil, ist es möglich, dass du schon mal hier warst? So ist es, ich bin schon mal hierher gekommen. Ich habe vor langer Zeit eine Erkundung durchgeführt, zusammen mit dem Guildmeister. Tief in dieser Höhle haben wir dieses Muster gesehen. Damals erschienen diese brutalen Pokémon. Aber wie waren die so brutal? Das weiß ich nicht mehr. Das weißt du nicht mehr? Ja, ich schäme mich, das zuzugeben. Sie haben uns ohne Vorwarnung aus dem Nichts angegriffen. Ich ging zu Boden, bevor ich was tun konnte. Und als ich zu mir kam, versorgte der Guildmeister meine Wunden, aber... Ich kann mich an die davorliegenden Ereignisse nicht erinnern, also kann ich euch nichts Näheres über die Angreifer sagen. Damit kommen wir nicht weiter. Wir wissen also nicht, mit welcher Art wir von Gegnern wir es zu tun haben, dann sollten wir vorsichtig sein. Wartet mal bitte! Sag mal, Plauergeil, zuerst sagst du, es gibt dort ein bosshaftes Pokémon. Dann sagtest du, sie hätten dich angegriffen. Gibt's mehr als eins? Nein, es war nicht eins. Es gab ein extrem bosshaftes Pokémon, aber es war nicht allein. Als sie angriffen, oh, ich erinnere mich, sie griffen alle auf einmal an, Wasser schlug auf mich ein wie eine Flutwelle. Wie eine Flutwelle? Das könnte Attacken vom Typ Wasser bedeuten. Das ist ein Hinweis, den hätte ich nicht gedeutet. Wir Boden-Pokémon mögen Wasser überhaupt nicht. Ich hoffe, wir müssen gegen keine solchen Gegner kämpfen. Es wäre furchtbar gefährlich, es auf eigene Faust zu versuchen, musst du gerade sagen. Das stimmt. Wir sollen uns zur Erkundung der Höhle in mehrere Gruppen aufteilen. Jawohl, ja, das machen wir, Donnerwetter. Hey, wir sollen Teams bilden. Ihr beiden erinnert euch dran, was der Guildmeister erst dann sagte. Die zwei Mitglieder von Team Runde Ecken müssen in meiner Gruppe sein, deswegen werdet ihr mich begleiten. Verstanden? Ich kann mich darauf verlassen, dass ihr mich nicht zu sehr aufhaltet oder erwartet nicht, dass ich alles für euch erledige. Ich erwarte ja, dass ich alles für dich erledige. Ihr müsst schon auf euch selbst aufpassen. Sag mal, bist du behindert? Alles klar, Leute. Erobern wir die Salzwasserhöhle. Lasst uns alles geben. Los geht's, nochmal saven, sonst muss ich, wenn ich verliere, die ganze Story hier nochmal machen. Ja, ein bisschen was geht noch. Hey, Boss, sieht so aus, als wären die Lümmeln der Gilde alle schon drin. Oh, sollen wir ihnen folgen? Ja, hört sich gut an. Wir verfolgen sie, aber lassen uns dabei unentdeckt bleiben. Wenn die Zeit gekommen ist, irgendwann mal in der Höhle schnappen wir uns diese erbärmliche Xbox von Lord Ecke. Dann flitzen wir zum tiefsten Teil der Höhle. Wir werden allen Routen für die Lösung des Rätsels einsagen. Hey, brillant, Boss, dein Plan ist perfekt. Natürlich, sei es drum. Wir werden es sein Team Totenkopf werden, diejenigen sein, die zum verborgenen Land gehen. Salzwasserhöhle. Krabi. Spiegeltrick, wirklich. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich hab gehofft, der Typ macht jetzt irgendwas, das mir wirklich hilft. Eine Warpfalle, really. Das ist in solchen Dungeons wirklich nicht gut. Vor allem laufen Plaudergeil und Lord Ecke auch auseinander. Bei Plaudergeil kann ich halt außer reden nichts machen und einen Bericht ansehen. Okay, ich hab die Treppe, genau wie Plaudergeil. Nur Lord Ecke hat sich verirrt. Ist halt Lord Ecke. Ich glaube, das reicht als Begründung, oder? Okay, hier oben.
Ah, das ist ein Ort. Da kann man nur als Wasser-Pokémon hin. Das ist positiv. Oh, meinetwegen. Es kann gut sein, dass es hier sowas hin und wieder geben wird. Deswegen gucke ich auch mal noch hier drüben vor. Oh. Ich hoffe mal, die beiden schaffen das da unten. Ja, Plauder-Guy. Der und der what the? Hat Plauder-Guy das Ding gerade One-Hit gekillt? Da ist ein Pokémon genau geradeaus. Oh Mann, es geht nicht unendlich weit. Ach, Blubber schon oder was? Ich bin getroffen. Ich mach das hier aus der Distanz. Stirb! Da gehe ich mal näher hin. Oh, schöner Hit. Also ist er schon tot, ich bin schlau. Ernsthaft? Naja, für mich ist das ja nicht schlecht, aber für Lovecke. Schwertanz-Knirscher-Kombination mal raushauen. Kombiniert nur Mozuki. Reicht das für Lovecke Level 32? Weiter. Plauder-Guy ist ein bisschen arrogant, stellt sich aber an sich bisher nicht so schlecht an, wie ich dachte. Herumliegende Items verwandeln sich in Pokémon, gab aber nur hier das eine. Dagegen wird das hier noch stärker und reicht. Das nervt. Aber es gibt mehr Wasser-Dungeons, als ich dachte. Ein Wasser-Pokémon als Starter ist schon okay. Gegen die Bosse ist es halt wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Da gibt es deutlich Besseres. Alter, macht das viel Schaden. Plauder-Guy ist ein bisschen nervig, weil ich bin mir sicher, dass der das ist. Sieht sehr so aus. Salzwasserhöhle. Uff, ja. Sag mal, ich glaube, das Ding hat mich gerade angegriffen, oder? Ich hoffe, ich habe mir das nur eingebildet. Ja, was soll denn das? Das Ding greift mich einfach an. Noch dazu ohne meine Erlaubnis. Vom Boden, Essen, dort Ecke, den anderen Gummi, den ich gerade aufgehoben habe, den Gelbgummi, esse ich. Das Ding ignoriere ich einfach mal. Plauder-Guy, du stehst auf der Treppe. Und komm, dort Ecke, das wirst du ja wohl überleben. Meine Attacken haben nicht viele AP, da sollte ich smashen, wenn es geht. Das ist der größte Problem an meinem derzeitigen Moveset, würde ich sagen. Ja, dass dein Angriff steigt, hilft dir wirklich viel, wenn du tot bist. Geld kann man zum Glück immer tragen. U6. Ich weiß, dass diese Dungeon eine Halbzeit hat. Ich würde sagen, mein Ziel ist es, die zu erreichen. Für diesen Part halt. Darauf habe ich gewartet, damit ich mit einer Aquarelle feststellen darf, dass das Ding Sturmsog hat. Warum geht das Ding jetzt? Das ist leider nicht so doof, der auf Lovecke zu gehen, wenn der Gegenstoß drin hat. Ich mach's so, dann bin ich nicht der Einzige, der damit kämpft. Aber ich muss eine Aquarelle nutzen, weil alles andere nicht über die Ecke trifft. Ja. 3 Items, 2 davon sind Samen, beides Schlafsamen. So, damit Lovecke nicht drauf tritt. Kackschleimfalle. Schön direkt bei der Treppe. Ich weiß nicht, wann der Checkpoint kommt, aber es müsste eigentlich wie immer spätestens nach 15.
Ebenen sein. Boah, trifft nicht genau. Ruckzucki, junge Lord Ecke. Danke. Ich wünschte, der Typ würde wirklich in solchen Situationen immer angreifen. Das nervt an dem Spiel. Dass die Teamkollegen nicht gerade IQ haben. Junge! Töte es! Plaudergei! Oh, Jugong muss jetzt Zugabe machen! Und lässt Larekka alleine kämpfen. Boah, Plaudergei ist so ein richtig schlechtes Pokémon. Also, an sich ist er ganz okay in der Stärke, aber der ist einfach voll arrogant. Der rennt nur alleine rum. Hier, Lord Ecke rennt so im Moment auch alleine rum. Aber der kümmert sich wenigstens... Oh, so viel dazu. Der kümmert sich trotzdem wenigstens um seinen eigenen Scheiß und kämpft auch. Plaudergei kämpft nicht mal. Der läuft weg in der Hoffnung, dass er überlebt. Und wenn nicht, muss halt ein anderer kommen. Und da ist der Checkpoint. Im nächsten Part geht's dann an dieser Stelle weiter. Gesagt nach dem Gespräch. Wir sind ziemlich weit ins Innere der Höhle vorgedrungen. Hey, Plaudergei, sind wir bald an der Stelle. Wir sind fast da, es ist nicht mehr weit. Allerdings, wie schon gesagt, jeder Schritt für uns auch diesem bosshaften Pokémon entgegen. Ja, wir können nicht sorglos sein, aber es ist nicht mehr weit. Au! Ups, Entschuldigung. Lang her, Spastis. Oh, ihr seid dieses nette Team, nicht wahr? Es ist das, die Xbox. Das ist... Ich nehme es an mich. Jetzt bist du schon zum zweiten Mal ausgeraubt. Du lernst eben nicht, so viel steht fest. Warte, ich fürchte, ich kann dem Ganzen nicht folgen. Warum seid ihr überhaupt hier? Wir haben keinen von Team Totenkopf gesehen, seit ihr bei der Expedition verschwunden seid. Von euer Wohlbefinden besorgt. Besorgt wie eure Gilde ist voller gutgläubiger Vollidioten. Dein Fall und deine Sprache sind auf einmal so ungehobelt. Plaudergei, sie haben die Gilde die ganze Zeit verarscht. Sie sind ein schlechtes Erkundungsteam. Was? Stimmt das? Was noch? Man muss schon unbeschreiblich naiv sein, um sich so lange täuschen zu lassen. Naja, jetzt haben wir die Xbox, jetzt müssen wir noch zum verborgenen Land. Hol euch doch die Augen aus, ihr Spasten. Na! Mich zum Namen zu halten. Damit werden sie nicht durchkommen. Ich werde ihnen zeigen, was es heißt, sich mit mir anzulegen. Warte, Plaudergei. Er ist weg. Plaudergei war so aufgebracht. Ich hoffe, mir wird nichts zustoßen. Ich meine, hier lauern überall diese bosshaften Pokémon. Und wir müssen immer noch meine Xbox zurückholen. Wir sollten uns auch beeilen. Und im nächsten Part geht's hier weiter. Hier kann ich sicher auch noch manuell speichern. Bis dann und ciao. Dann geht's ab.